Grüß Gott, hallo. Wir bringen wieder einen kleinen Input für dich. Und zwar haben wir heute das Thema Darm mitgebracht. Wir haben hier ein paar Damen, Hausfrauen, Gesundheitsmanagerinnen der Familie und auch Expertinnen, die dir jetzt ein bisschen einen Input geben auf den verschiedensten Ebenen. Roswitha, du bist Darmexpertin. Kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben über die Funktion des Darmes und auf was wir besonders Rücksicht nehmen sollten? Ich würde gerne über das Darmmikrobiom sprechen, also unsere Darmflora. Wir haben in erster Linie Bakterien und ja, Bakterien in unserem Darm. Die sind sehr individuell. Also wir haben außerdem mehr Bakterien als Zellen. Der Darm ist circa 400 Quadratmeter groß. Das heißt, eine riesige Fläche, wo 1000 Paar Schuhe raufpassen. Und im Darm sollte der pH-Wert immer sauer sein. Dann gibt es natürlich Dinge wie den löchrigen Darm. Ich möchte da jetzt gar nicht näher eingehen, weil das ist ja mit Junctions, das sind die kleinen Zwischenräume da an den Darmwänden, aber das ist ja, das geht dann zu sehr in die Tiefe. Dass man sich auskennt, beim löchrigen Darm haben, da schlüpfen quasi die Bakterien so durch diese Verengungen, die sollten immer schön in einem sein. Ja, und dadurch kommt es zu Entzündungen. Und die Bakterien steuern auch unsere Gefühle, aufhören zu lachen. Über die Bauchhirnachse. Also, ob das gut geht. Das heißt, du hast vorher gemeint, diese löchrige Darm, da meinst du damit das Leaky Gut-Syndrom? Zum Beispiel, ja, Ja, zum genau. Also Beispiel. das heißt, das sind ja nicht solche Riesenlöcher, das ist ja Nein, das, Mikro klein. Ja. ja, ich wollte ja nur ein ganz, ja, am Rande das nur, das mit den Gefühlen in unserem Darm, das ist insofern sehr interessant, weil wir alle kennen ja unsere Intuition, das kommt immer, wenn man sagt, oh, hab ich kein gutes Gefühl, ja, kommt immer aus dem Bauch, ja. Diese Darm-Hirn-Achse, also das sagt uns unser Bauchhirn, das wird vom Kopfhirn quasi hinunter wird gefragt, und eigentlich gibt uns die Antwort zu 90% auch, ja, und nicht unser Verstand. Das nur am Rande, und dafür verantwortlich ist der sogenannte Vagusnerv. Ja, also der steuert das, das ist im Nervensystem. Also das nur am Rande, dann haben wir zum Beispiel 20 Hormone im Darm, auch nicht uninteressant. Ja. Also Braucht das man ja. Fröhlichkeitshormon, also Zum Serotonin, Beispiel, ja, ja, dass du also dich wie gut bin ich fühlst. drauf? Da gibt es dann diese kurzkettigen Fettsäuren, ja, das sind Stimmungsaufheller, ja, die sind ganz wichtig, dass wir, und die sind auch entzündungshemmend, ja, also dass da gar nicht erst irgendwas aufkommt im Darm, ja. Dann, ja, das Leaky Gut hast du schon erwähnt, das ist eben dann wirklich schon eine Darmentzündung, also da ist dann schon ein bisschen, ja, ernster. Was kann ich dagegen machen? Ganz einfach. Es geht hauptsächlich mal um die Ernährung. Mehr Probiotika essen. Probiotika, da steckt schon das Wort Probios drin. Für das Leben. Also was gibt Besseres? Also nehme ich mehr Probiotika zu mir. Das wäre zum Beispiel das liebe Sauerkraut, Kimchi kennen wir. Oder den Kombucha, das Getränk, Joghurt, Kefir, all diese Dinge sind gut für den Darm. Und das Zweite wären dann mehr Präbiotika. Und diese Präbiotika, die haben wir natürlich in allen Gemüse-Obstsorten. Da hat man die Ballaststoffe, da hat man diese Fasern vom Gemüse und vom Obst. Und das liebt der Darm. Ja, also das heißt, wenn ich mich auf das ein bisschen konzentriere, dann habe ich auch relativ rasch diese Entzündungen weg. Ja. Man kann bei den Präbiotikern, habe ich hier noch stehen, zum Beispiel die Zwiebeln, ja, auch was ganz besonders Gutes. Oder wir haben Pilze, Knoblauch, ja.
All diese Dinge sind halt, ja, der Kaffeeol, der Brokkoli, also ja, da gibt es Die eine ganze Präbiotika. Liste. Ja. Das ist bei den Präbiotikern, Genau, ja. und die Und Präbiotika sind ja das Futter, die der genau, Darm braucht für die Probiotika. so ist es, ja. Also das ergänzt sich aber einfach, wenn ich jetzt spüre, ich habe da irgendeine Problematik mit dem Darm, dann mache ich das einmal als erstes. Naja, und als nächstes haben wir ja dann unsere wunderbare Kur, Ja. die du dann, glaube ich, erklären wirst. Ja, genau. Ja, Ja, mehr habe super, ich jetzt nicht. Roswitha. Ja, das war jetzt nur so Ganz toll. nur Also Wortmeldung. zusammenfassend könnte man sagen, das Darmmikrobiom ist einfach wichtig. Das in Balance zu halten, ist wichtig für unsere gesamte Gesundheit, aber auch für unsere mentale Gesundheit. Das heißt, zuerst geht es einmal darum, den Darm mit den richtigen Fasern, mit den richtigen Nahrungsmitteln zu versorgen, dass auch die Probiotika, also fürs Leben Bakterien, hier sich vermehren und einnisten können oder besser gesagt bis in den Dickdarm kommen. Aber da werden wir mehr später hören. Uli Schneitel ist Heilpraktiker nach deutschem Recht, hat ein breites Wissen und sie wird uns heute mal was ganz anderes sagen, und zwar, wie der Darm mit der Psyche zusammenhängt, beziehungsweise eine andere Sichtweise, wie wir so im Volksmund Dinge artikulieren, äußern, Statements geben, die dann doch wieder mit dem Darm und mit der Verdauung zu tun haben. Uli, bitte. Gut, also ich spreche ein bisschen über die Körpersprache. Und zwar, ich glaube, jeder kennt so Aussagen, mach, das liegt mir jetzt wie ein Stein im Magen. Oder wenn ich das nur anschaue, ja, dann wird mir schon schlecht. Und ja, das betrifft jetzt einmal den Magenbereich. Und wenn man so überlegt oder den Leuten zuhört, es kommt wirklich sehr oft, was den Magen-Darm-Bereich betrifft. Zum Beispiel Dünndarm hat eher so mit Durchfall zu tun. Wie oft hört man da, jemand hat Schiss oder der macht sich vor Angst in die Hose. Ich glaube, diese Aussprüche kennt jeder und das trifft es dann. Ja. Man muss dann wirklich überlegen, okay, ich habe Durchfall, was ist mit mir los? Könnte das in Richtung Angst gehen, wenn das jetzt wirklich länger anhält, wenn das ja. Oder Dickdarm, Verstopfung. Also Verstopfung haben ja sehr viele, gerade Frauen, die jammern da oft drüber, dass sie alle 3, 4 Tage oft dann wirklich ihre Seele aus dem Leib pressen. Und das ist natürlich dann nicht gut, weil die meisten kriegen dann wirklich Hämorrhoiden und so Sachen. Aber man muss dann überlegen, warum, was passiert in mir? Was könnte die Ursache sein? Kann ich nicht loslassen? Was macht der Enddarm? Er lässt den ganzen Müll, der nicht reingehört, scheidet er aus. Wie kann ich das jetzt umsetzen bei mir zu Hause? Kann ich Kinder nicht loslassen? Kann ich sie nicht ausziehen lassen? So, jetzt kommt meine Gastkatze. Oder der Partner hat mich verlassen. Wie gehe ich damit um? Kann ich den loslassen? Kann ich ihn in Liebe gehen lassen, egal was passiert ist? Dann tue ich mir was Gutes damit. Oder ein Partner stirbt, mit dem man schon sehr lange zusammen war, ein guter Freund stirbt. Wie gehe ich mit der Situation um? Es gibt viele so Beispiele. Und ich finde, das Naheliegendste ist, wie schaut mein Haus aus? Wie schaut meine Wohnung aus? Habe ich das zugemüllt? Gehe ich immer wieder durch und gebe alles weg? Das sind so die Themen. Man sollte das wirklich einmal versuchen. Geht es einmal die nächsten 2 Wochen? Müsst jetzt wirklich Cool. einmal alle. Oh, den sollte ich auch So ist das Leben. zurückgeben. Ja, genau. Herrlich. Herrlich. Probiert wirklich einmal alles, was ihr nicht mehr habt. Ja. Fängt beim Gewandkasten an. Alles, was ihr die letzten 2 Jahre nicht mehr getragen habt, bitte einmal weggeben. Und das Interessante ist, also jeder, der von uns das schon mal probiert hat, der so richtig ausgemistet hat, ja, von oben bis unten, vom Keller. Keller betrifft die Vergangenheit. Wirklich alles weggeben. Ihr werdet euch wundern, was da in den nächsten Wochen passiert.
Bitte probiert es aus. Es ist so interessant. Es kommt so viel Neues. Es hat Platz für was Neues und es ist genial. Einfach ausprobieren. Super, Uli, danke vielmals. Da habe ich jetzt Bitte. gleich einen, habe ich gleich jetzt einen Vorschlag, weil jetzt kommt ja dann, wir machen das Video, nehmen wir auf im, jetzt im Dezember, jetzt kommt die Weihnachtszeit und im Jänner will ja jeder wieder seinen Body auf Vordermann bringen. Und da könnte man ja das ausmisten, in der Wohnung, im Haus, in der Garage, wo auch immer, gleich einhergehen lassen mit einer Darmkur. Ja, wir alle sind begeisterte Produktuser von Hayuna. Hayuna ist eine deutsche Firma, die mit vielen Universitätsprofessoren und Instituten zusammenarbeitet und ein ganzheitliches Gesundheitskonzept auf den Markt gebracht hat, das einfach in seiner Effizienz und auch in ihrer Einfachheit und vor allem in ihrer Wirkung uns alle begeistert und wir brennen dafür. Und ich stelle euch heute nur ein Produkt vor, das ist die Darmkur. Das ist das Basisprodukt, das aus zwei Komponenten besteht. Das ist einmal clean, reinigen. Das heißt, man reinigt zuerst einmal den Darm mit Flohsamen, mit L-Glutamin, mit MSM, mit Maisdextrose und. Reinigt man den Darm, bringt die ganzen Entzündungen wieder zum Erliegen, zum Stillstand, wenn es geht. Manche Kuren können nicht nur einen Monat dauern, sondern manchmal braucht man ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr. Da werden wir ein bisschen später noch einmal was hören. Das heißt, zuerst habe ich einmal das Clean, das nehme ich nüchtern in der Früh, ein, zwei Löffel, je nachdem, mit einem Glas Wasser trinken, dann ganz normal duschen, Sport machen, was immer ihr wollt. Dann nach den 14 Tagen kommt die zweite Phase, das ist das Care. Das hat dann 32 lebende probiotische Bakterien. Und wir haben viele Produkte am Markt mit 6, 9 oder 15 probiotische Stämme, aber 32 habe ich einfach noch nicht gehört. Ja. Wirkt effizient. Wir wissen ja, wir haben Milliarden von Bakterien im Darm. Je breiter meine Palette ist von Bakterien, die ich zuführe, desto schneller kann der Darm wieder in seine Balance kommen. Und der Clou bei dieser Kur ist es, dass ich den probiotischen Bakterien einen Rucksack mitgebe von zum Beispiel Akazienfasern, die Bakterien vermehren lassen und damit sie wirklich im Enddarm ankommen. Im Vergleich zu anderen Kuren oder wenn ich nur probiotische Bakterien zu mir nehme, kommen die nie oder sehr selten im Dickdarm an und wandern schon etwas verhungert. Das ist eigentlich die normale Kur, die sehr einfach anzuwenden ist, nüchtern in der Früh, 5 Minuten warten und dann kann ich schon frühstücken. Und unsere Sandra Koptis ist eine Langzeit-Userin schon und hat auch viele Erfahrungsberichte von Klienten, die von ihr betreut werden. Sandra, kannst du uns da kurz nur etwas von deinen Erfahrungsberichten mitteilen? Ja, hallo. Ich mag mich wirklich kurz halten, weil es ist so ein vielseitiges Thema. Und was mich am meisten daran fasziniert, ist, dass man es wirklich ganz individuell anwenden kann. Und das zeichnet uns ja auch noch zusätzlich aus, dass wir ja auch jeden durch die Darmkur durchbegleiten, beobachten, adaptieren, so richtiges Feintuning vornehmen können. Und das macht ja auch einmal noch ganz speziell. Ich selbst habe es deswegen sehr, sehr lange genommen, über ein Jahr, und ich nehme es auch weiterhin, weil ich Colitis ulcerosa habe. Und wenn man schon ein Krankheitsbild hat und weiß, was es heißt, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, da komme ich auf die Roswitha und auf die Gerlinde zurück, weil da Uli zurück, weil da läuft das dann alles nicht mehr rund. Und da hilft auch dann nicht mehr nur die Ernährung, sondern da kann es passieren, dass man einen längeren Spitalsaufenthalt hat und alles. Und da achtet man dann natürlich sehr, sehr rigoros darauf, dass man das gesund erhält.
Und es kann von Zeit zu Zeit passieren, dass man einen Schub hat. Und ich bin so begeistert und fasziniert, weil ich ohne Medikamente leben kann und trotzdem meinen Darm, auch wenn ich einmal ein bisschen sündige oder einmal nicht so achtsam bin, wirklich im Balance halten kann und sofort ihn wieder regulieren kann. Ja, das ist schon einmal ein Wahnsinnserfolg. Und auch von einigen Kunden von mir, die sowohl unter Allergien leiden und jemand, der sehr starke Allergie hat und auch immer zur Bioresonanz geht, musste dieses Jahr nicht einmal Bioresonanz machen und hat fast keine Schübe. Ein junger Bursch, der Migräne hat, wo wirklich auch die Medikamente, die er bekommt, schon nicht mehr wirken. Und der muss er wirklich Liste führen, wie der Schmerzpegel ist. Durch die Darmkur konnte man das wirklich um Vielfaches verbessern. Und vor allem, was auch das Schöne war, dass dann auch wiederum die Medikamente, die er dann bekommt, wenn er wirklich einen Hagenschub hat, wieder auch zum Wirken begonnen haben. Mhm. Weil, ich meine, wenn es halt einmal ganz schlimm ist, braucht man halt vielleicht auch einmal ein Medikament. Ja, und dann sind noch die schönen Nebeneffekte, wenn jemand wirklich was für seinen Körper tun möchte und den wiederum fit bekommen möchte. Und was ich auch selbst gemerkt habe, nicht nur das Gesunderhalten, dadurch, dass ich wirklich ein Jahr lang die Darmkur genommen habe, es ist unbeschreiblich, was dich wirklich in dieser Darm-Hirn-Achse macht, was dich da wirklich im psychischen Bereich auch noch einmal tut, um wie viele relaxter, gelassener man ist oder auch vor allem viel widerstandsfähiger ist. Ja, wurscht, welche Anstürme das kommen. Danke, Sandra. Cool. Also zusammenfassend ist der Darm sehr verantwortlich für unser Wohlbefinden im Generellen und man kann wieder in Balance kommen. Das ist einfach das Wichtige. Wir haben jetzt noch eine letzte Expertin da, die Simone Lackner. Sie ist Krankenschwester. Du sagst jetzt, das heißt anders. Ich habe es jetzt vergessen. So. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich bin ja nicht immer Krankenschwester. Ja. Es ist so vom Herzen. Aber unsere Berufsgruppe legt halt großen Wert darauf. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Bitte herzlich willkommen. Dürfen wir bitte Sie bitten um Ihre Expertise? Sehr gerne. Also für mich ist ja sowieso phänomenal. Ich habe immer schon gewusst, es hängt viel mit dem Darm zusammen. Seitdem ich die Hayuna-Produkte kennengelernt habe, sprengt es mehr oder weniger oft mein Krankenschwestern-Gehirn, was alles mit dem Darm zusammenhängt. Es steht und fällt. Sage ich mittlerweile, es ist meine These, die ich jetzt gesammelt habe in fast einem Jahr, steht und fällt alles mit der Darmgesundheit. Von Orthopädie her über die Stuhlambulanzen, so wie die Sandra schon erwähnt hat, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Und das Faszinierende ist für mich eben auf der psychosomatischen Ebene Burnout zum Beispiel. Die Erfolge mit der Darmkur sind, ich bin in kürzester Zeit, das ist für mich absolut faszinierend. Ja, bei mir selber habe ich das dann auch zum Beispiel gemerkt, wie allein, ich habe mit den Produkten mehr oder weniger angefangen, weil ich einer Freundin einen Gefallen getan habe, ich brauche den Scheiß nicht. Ich weiß, was gut ist für mich. So habe ich angefangen damit. Also so, das war mein Zugang zu Hayuna. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist das alles daheim, dann nimm ich es halt. Nach 3 Tagen habe ich förmlich die Serotonine, das Gabapeptin, das Dopamin im Bauch purzeln gespürt. Und das war auch heuer zu einer recht impulsiven Zeit, März, April, wo wir ja wieder im Lockdown und alles waren und meine Kundschaften sind immer gekommen und haben gesagt, ich bin Lebensmittelgeschäft, warum ich so strahle, warum ich auf einmal so eine Strahlkraft habe, warum ich immer lächle, warum ich so viel Positives der ganzen Sache abgewinne und ich war so viel ruhiger, gechillter. Und ich habe ja einen viralen Infekt gehabt vor circa einer Woche oder so. Und
mittendrin in dieser Infektionsphase ist mal geschossen, Immunzellen, Darmaufbau, ich probiere einfach mehr davon. Und dann habe ich halt 3 Tage die Dosis etwas erhöht. Ich nehme sonst den Darmaufbau immer 1 Löffel pro Tag. Und da habe ich auf einen Tag einmal 5 Löffel lang genommen, dann habe ich 4 Löffel lang genommen, 3 Löffel lang genommen, aber 8 Tage mehr oder weniger habe ich 2 Messlöffel vom Kerl genommen. Und ich habe richtig gespürt, wie es mir eigentlich anfängt, besser zu gehen, eigentlich über Nacht. Und vor allem, was ich so schön finde und zutiefst dankbar bin, ist eben dieses Feintuning, was wir mit unseren Produkten machen können. Das habe ich sonst nirgends, weil ich suche seit 20 Jahren mehr oder weniger, habe ich ja was für einen Darm gesucht. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Danke, Simone. Ganz wichtig ist aber noch mitzuteilen, wir arbeiten nicht im Krankheitsbereich. Ja? Wir, oder Hayuna, wir sind dafür, wir treten dafür an, dass wir Leute gesunder halten und wir arbeiten in der Prävention, damit Leute oder Menschen ihr eigenes Immunsystem aktivieren können. Das ist unseres. Es passiert halt einfach nur so viel nebenbei, über das wir halt jetzt aus unseren Erfahrungen berichtet haben. Super. Gesundheitsprophylaxe. Gesundheitsprophylaxe, genau. Ich danke euch herzlich für eure Inputs. War wieder sehr kreativ. Wir machen das jetzt öfters. Voriges Mal war es die Lunge. Als nächstes machen wir den Basensäurehaushalt. Da haben wir auch eine Expertin, die uns da ihr Wissen zur Verfügung steht. Und ich hoffe, es hat ein paar Inputs für euch gegeben. Und wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe. Wiederschauen. Ciao. Ciao.